Das ist Karl. Karl Landsteiner. Karl stellte sich die Frage: Wieso das Blut der Person 1 bei der Übertragung auf die Person 2 verklumpt? Karl Landsteiner entdeckte 1901 die vier verschiedenen Blutgruppen 0, AB und AB. Karl Landsteiner bekam für seine Erkenntnis 1930 den Nobelpreis. Es gibt also vier verschiedene Blutgruppen. Unser Blut beinhaltet rote Blutzellen, die Erythrozyten. Hier als Modell dargestellt, an den Erythrozyten sitzen Antigene. Das Blutserum enthält Antikörper. Das sind die Erythrozyten der vier Blutgruppen als Modell dargestellt. Blutgruppe 0 besitzt keine Antigene. Die Blutgruppe A hat Antikörper gegen B. Die Blutgruppe B hat Antikörper gegen A. Die Blutgruppe 0 hat Antikörper gegen A und B. Und die Blutgruppe AB besitzt keine Antikörper im Blutserum. Karl möchte wissen, wie er die jeweiligen Blutgruppen bestimmen kann. Es werden verschiedene Blutproben entnommen. Diese Blutproben werden jeweils mit Anti-A, Anti-B und Anti-AB-Serum betropft. Nach einer gewissen Zeit sind keine Reaktionen und Reaktionen in Form von Verklumpung zu erkennen. Nun wissen wir, welche Proben welcher Blutgruppe zuzuordnen sind. Bei der Blutgruppe A kommt es zu Verklumpungen
mit dem Anti-A-Serum, weil an den Erythrozyten das Antigen A sitzt. Mit Anti-B-Serum findet keine Reaktion statt und bei Anti-AB ist eine Verklumpung zu erkennen. Bei Blutgruppe AB haben alle Proben mit Verklumpung reagiert und bei Blutgruppe 0 findet keine Reaktion statt. Person 1 mit Blutgruppe 0 möchte sein Blut an Person 2 mit der Blutgruppe A spenden. Gespendet werden nur Blutzellen. Die Blutgruppe 0 hat an den Erythrozyten keine Antigene. Die Blutgruppe A hat an den Erythrozyten Antigene und im Serum Antikörper gegen B. Das heißt, Person 1 kann Person 2 Blut spenden. Person 1 mit Blutgruppe AB möchte Person 2 mit Blutgruppe B Blut spenden. Die Erythrozyten haben Antigen A und B. Die Erythrozyten von B haben im Blutserum Antikörper gegen A. Dieses haftet sich an das Antigen A und kann somit das Blut verklumpen. Das bedeutet, Person 1 kann Person 2 kein Blut spenden.